Hallo, liebe Solopreneure, hier ist die Shalia Stevens von ShaliaStevens.com. In diesem Video möchte ich über bewusst im Business sprechen und über die Idee bzw. der Fakt, die Wahrheit, deine Kunden haben Weisheit. Wie du vielleicht schon sehen kannst, ich bin in Sportklamotten heute. Und zwar, ich komme gerade von einem Spaziergang mit meinem Hund Duke und vorher war ich eine Stunde im Training mit meinem neuen Personal Trainer Tarkan. Ein ganz, ganz toller Mensch, mit dem ich ganz viel Spaß habe seit jetzt einigen Wochen, wo wir gemeinsam begonnen haben. Und heute auf dem Spaziergang mit Duke ist mir einfach in den Sinn gekommen, wie dieser Situation überhaupt zustande gekommen ist mit dem Tarkan. Und ich habe gedacht, es war einen Kauf von Dienstleistungen und es könnte auch mit dir was zu tun haben. Und ich wollte deswegen anhand eines Stories zu dieser Weisheit kommen, also dass deine Kunden Weisheit haben. Und zwar, du musst dir vorstellen, ich lebe bereits seit etwa 12 Jahren hier in diesem Dorf in Eppstein in der Nähe von Frankfurt am Main. Und seit 10 Jahren in etwa gibt es ein Fitnessstudio quasi direkt vor meiner Haustür. Das ist wirklich 1, 2 Häuser weiter. Also wenn ich aus der Tür rausgehe vorne, ich bin in einer Minute bei Ihnen an der Tür. Hallo Angelique, schön, dass du da bist. Und ich laufe tagtäglich vorbei an diesem Fitnessstudio seit 10 Jahren. So, jetzt wollen wir davon ausgehen, dass es wirklich jeden Tag war, was sicherlich nicht der Fall war, aber 365 Tage im Jahr mal 10 Jahre, auf was kommen wir denn? 3000, also sagen wir über 3000 Mal bin ich an diesem Fitnessstudio vorbeigelaufen. Und ich habe immer gesehen, es hat offen. Ich habe immer gesehen, dass sie Angebote haben, Plakate und Specials, wo sie die Leute hineinziehen wollen in das Fitnessstudio. Und ich habe mich nie dort angemeldet. Und alle Leute, die ich kenne, die mich zu Besuch kommen, also mir zu Besuch kommen, sagen, Shalia, bist du in diesem Fitnessstudio? Und ich sage immer, nein, ich habe noch nie einen Fuß da reingesetzt. Und sie sind ganz erstaunt, weil ihre Idee ist, wenn sie ein Fitnessstudio vor der Tür hätten, wären sie jeden Tag dort. Und sogar einige Kunden von mir, die in der umliegenden Umgebung leben, sie gehen dorthin. Die reisen weit an, um in dieses Fitnessstudio zu gehen. Nur hier ist das Ding. Trotzdem, dass der Laden offen war und sehr ansprechend ausgesehen hat und wahnsinnig convenient war und auch tolle Specials im Marketing hat, es war für mich noch nicht an der Zeit, mich quasi vorzusprechen dort. Es hat eine Zeit gebraucht, bis ich an eine Phase in meinem Leben komme, wo ich finde, ich bräuchte Unterstützung, um wieder in meinen Fitnessbereich zu kommen. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich eher ansässig geworden bin, also nicht so viel herumgereist bin. Wir haben gerade unser Haus in Italien wieder zurückgegeben und jetzt denke ich, okay, ich komme hier in Eppstein an. Es ist an der Zeit, dass ich regelmäßig was machen kann. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Und alles in mir hat begonnen, sich zu bewegen in Richtung dieser Idee. Ich gehe dorthin und schaue, ob sie jemand haben, der oder die mit mir wöchentlich mehrfach arbeiten kann, weil ich habe die Idee gehabt, ich bin einfach erfolgreicher, mit mehr Freude bei der Sache, wenn ich einen Personal Trainer nehme, anstatt Kurse zu machen oder selbstständig zu versuchen, da was zu tun. Und so bin ich hier nach 10 Jahren und habe gesagt, hier bin ich, gibt es jemanden, der mit mir arbeiten kann. Meine Weisheit hat mich gesteuert. Und warum erzähle ich dir diese Geschichte überhaupt? Weil hier ist meine feste Überzeugung an dieser Stelle. Es ist wichtig und es ist sehr gut, im Business bewusst zu sein darüber, was ist deine Aufgabe und was ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe im Business als Dienstleister, als herzgetriebener Coach, Trainer, Berater oder was auch immer du für eine Dienstleistung auf den Markt bringst, das ist meine Zielgruppe, mit die ich mit diesen Videos anspreche, dass du dein Bestes tust, um zu zeigen, hey, mein Laden ist offen. Ja, wie auch immer das für dich persönlich mit deinem Marketing aussieht.
deine Aufgabe ist es, den Nutzen deiner Arbeit klar zu kommunizieren, so gut es dir gelingt und immer besser darin zu werden über die Zeit. Hallo Ines, hallo Katie. Deine Aufgabe ist es, dass du quasi deine Liebe gibst an deinen potenziellen Kunden. Deine Aufgabe ist es, dass du die einlädst, um mit dir zu arbeiten. Das ist deine Aufgabe. Am Ende des Tages obliegt es nicht dir, deine Kunden zu überzeugen, dass sie das jetzt tun müssen. Am Ende des Tages bist du, genauso wie du Weisheit hast, hat dein Kunde Weisheit. Und sie haben eine innere Führung, wann es für sie der richtige Zeitpunkt ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Das heißt, es ist nicht deine Aufgabe, deinen Kunden zu überzeugen, deinen Kunden zu drücken in eine Richtung. Als ich zu Tarkan ins Fitnessstudio gekommen bin, hat er mir das erklärt, was er mir anbieten kann. Er hat mir offenbart, was es für Möglichkeiten gibt an Training, wo er ernährungstechnisch einschreiten kann, wenn ich möchte. Er hat mir die ganzen Möglichkeiten und den Nutzen dargelegt. Aber er hat mir keineswegs Druck gemacht, dass wir zusammenarbeiten sollen und jetzt sofort und ich weiß nicht was alles, sondern komplett offen. Ich erzähle von einer anderen Situation, wo ich in Italien war. Und zwar in einem tollen, tollen Laden in Torino. Und ich habe auch dort was gekauft. Also nicht die Personal Training Einheiten, sondern ich habe an dem Tag so viel Geld ausgegeben für Sachen, wie schon 2 Jahre zuvor nicht gesammelt. Und zwar war das ein kleiner Laden. Ich bin reingegangen, weil ich ein Seidentuch kaufen wollte. Ich hatte die Idee, ich brauche nur ein Seidentuch, ich wollte was Besonderes und ich hatte eine gewisse Vorstellung, wie das ausschauen sollte und ich habe gesehen da drin, dass sie Kaschmir hatten, Pashminas, Seidentücher, also alles quasi Accessoires und Dekoratives aus ganz tollen Materialien, so ein schönes italienisches Design und Qualität. Und ich bin da reingegangen und ich habe auf die Verkäuferin zugesteuert und ihr gesagt, was ich suche. Und der Verkaufsprozess verlief ganz anders. Also sie kam dann mit einem riesigen Schublade voller Seidentücher. Ja. Und ich hatte nach ungefähr einer Minute das Seidentuch gesehen, was ich eigentlich haben wollte. Und obwohl ich eigentlich quasi schon die Entscheidung getroffen hatte, meine Weisheit hat mich geführt und gesagt, ja, das ist das Richtige. Sie wollte mir unglaublich viele andere zeigen und noch das und noch das und noch das und noch das. Und am Ende bin ich da rausgegangen, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, 500-600 Euro ausgegeben für Capes aus Kaschmir, einen Hut, ein Parfum, ich weiß nicht, was ich alles gekauft habe. Das heißt, werde dir bewusst, du bist in der Lage, als jemand, der auf dem Markt ist, durch gewisse Eingreifen in den Verkaufsprozess aufzuwirbeln, jemand mit Begeisterung zu steuern, mit Verwirrung und Verwirbelung zu beeinflussen. Nur hier ist das Ding. Du machst vielleicht einen kurzfristigen Gewinn und holst den Kunden, verkaufst diese Menge an Ware. Vielleicht war es am Ende ihrer Quartal und sie wollte irgendwie ihre Provision noch zu Ende bringen. Ich weiß nicht. Sie war auch unglaublich sympathisch und liebevoll. So will ich es gar nicht sagen. Nur ich habe diese ganze Ware bei mir jetzt nun zu Hause seit einigen Monaten. Und bis auf das Seidentuch, das ich ständig anziehe, fasse ich diese andere Ware gar nicht an. Meine Weisheit hat mich nicht dorthin geführt, um diese Dinge zu kaufen, sondern das kam in diese ganze Verwirbelung. Das heißt, ich hatte am Endeffekt Kaufreue und ein bisschen ja, schlechtem Beigeschmack, würde ich sagen, gegenüber diesem Laden. Ich weiß nicht, ob ich dort so schnell wieder eintauchen würde oder anderen das empfehlen würde, diese Erfahrung auf sich zu nehmen. Das heißt, du hast die Wahl. Du kannst hingehen für einen kurzfristigen Win und versuchen über meinetwegen Verwirbelung und Lärm machen und den Kunden überzeugen wollen, schon was beeinflussen. Aber am Ende des Tages würde ich dich auffordern zu fragen,
was ist einfach ein qualitativer Zusammenarbeit, ein qualitativer Verkauf an dem Punkt, wo dein Kunde am Ende in Ruhe überlegen durfte, keinen Druck erfahren musste, keine Angst, weil keine Verknappung, all diese Dinge nicht. Und durfte einfach auf seine oder ihre innere Weisheit hören und dadurch eine integere Kaufentscheidung machen, die wahrscheinlich später dazu führt, wenn du deine Arbeit gut machst, dass sie gerne wiederkommen, dass sie Freude haben, dass sie bestellt haben, egal wie hoch der Preis war dafür, dass sie anderen weiterempfehlen und all diese Dinge. Ja? Hier hat jemand geschrieben, absolut richtig, aber ich kann nicht jede 10 Jahre auf seine Kunden warten. Naja, hier ist das Ding. Man wartet so lange, man wartet. Nur wir sind diejenigen, die die Vorstellung haben, wie lange es brauchen darf, bis ein Kunde bucht. Wir haben den inneren Druck, wir haben die unsicheren Gedanken, die damit einhergehen, die uns sagen, bis dann und dahin müssen so und so viele Leute an Bord sein oder ich brauche diese Menge Menschen an Bord meines Programms. Das ist möglich, das kann man machen, aber wesentlich leichter und entspannter geht es, wenn du dir bewusst bist, was deine Rolle ist, nämlich einfach fokussierte Absicht über Zeit zu schaffen in deinem Business, dein Laden zu zeigen, dass es auf ist, den Nutzen deiner Arbeit klar zu machen, den kennenmögenden Vertraueneffekt über Zeit aufzubauen, einzuladen, wenn du was anzubieten hast. Und das immer wieder, immer wieder. Und das ist dein Job, solange es braucht. Und darauf zu vertrauen, dass überall Kunden zu dir kommen, die, wo ihre Weisheit sie zu dir führt. Ich finde das wichtig, nicht nur wegen dem Verkaufsprozess, sondern weil es mich unglaublich entspannt, zu verstehen, was ist meine Aufgabe. Und was ist nicht meine Aufgabe in meinem Business? Und mich nur darauf zu fokussieren, showing up jeden Tag und den Teil zu machen, der zu mir gehört. Und nicht zu versuchen, andere Leute ihre Arbeit zu machen. Weder meinen Kunden noch meinen Kooperationspartnern oder sonst was. So, das war es von meiner Seite heute. Die Message des heutigen Tags, deine Kunden haben Weisheit. Vertraue voll und ganz darauf, das führt zu einer integere und schöne und liebevolle Zusammenarbeit. Euch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss!